Shalom zusammen. Nachdem ich euch bereits in einem anderen Video in die Lazaruskirche Nanaka mitgenommen habe, wo sich auch der Schädel von Lazarus befinden soll, nehme ich euch heute mal mit zu einer kleinen Kirche in Ayia Tekla, die im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Dieses Video soll einfach dazu dienen, euch einen kleinen Eindruck zu übermitteln, falls es den ein oder anderen interessieren sollte. Los geht's! So, jetzt gehen wir mal rein in diese Kirche in Ayia Tekla. Weiß-blau gestrichen, ist auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre und eine schöne Aussicht, und ich nehme euch mal mit in diese kleine Kirche und zeige euch mal, wie es drinnen aussieht. Fangen wir mal hier rechts vorne an. Hier kann man ein kleines Feuer entzünden. Und natürlich viele Bilder. Dafür ist die griechisch-zypriotisch-orthodoxe Kirche bekannt, dass sie viele, viele Bilder haben. Und die zeige ich euch auch gerne mal. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Ja, hier haben wir Jungfrau bzw. Maria. Und da fällt mir direkt ein, die Sonnenscheibe ist ja auch eine Tradition des Christentums. Auch hier, das soll wohl Engel Gabriel oder Engel Michael zeigen. Hier haben wir ein Bild von Jesus, ich gehe mal ein Stückchen zurück. So. Man sieht auch die Hände, dass viele die Hände gleich gefaltet haben. Wir haben noch ein Bild von Maria, und ja, dieser Jesus hat auf jeden Fall eine sehr hohe Stirn, fällt mir irgendwie gerade so auf. Hier haben wir einen weiteren Engel, Gabriel oder Michael, wahrscheinlich, man weiß es nicht. Falls ihr Griechisch könnt, könnt ihr ja gerne mal sagen, was das hier heißt, was das für Namen sind. Hier haben wir auf jeden Fall ein Bild der 12 Apostel, wo wahrscheinlich, ja doch tatsächlich, das passt ja auch zu Pfingsten. Das hat man ganz groß in dieser Kirche gefeiert. Hier sehen wir, der Heilige Geist wird ausgegossen. Wie es ja an Pfingsten war, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Und die Apostel konnten in anderen Sprachen reden. Also nicht wie die Charismatiker, Gucci Gucci, Machi Luchi Bachi, sondern Arabisch, Persisch, Griechisch und so weiter. Und ja, wenn ihr wisst, was das für Namen sind, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare mal schreiben. Und wir gehen dann noch wieder raus. Und hier kann man noch einen Zettel nämlich schreiben. Hier ist nochmal ein Bild von Maria. Ähnlich wie bei der katholischen Kirche wird auch sie sehr verehrt. Viele Bilder, wie gesagt, und hier kann man auch einen Zettel schreiben. Mit irgendwelchen Wünschen, Gedanken. Und genau, dann gehen wir mal da raus, aus dieser Kirche. So, jetzt nehme ich euch nochmal mit. Und zwar diese Kirche, die gibt es hier nochmal sozusagen in Playmobil-Montur. Nochmal in klein, sieht man hier, wie die Kirche aufgebaut ist. Und auch wenn man näher ranzoomt, sieht man auch hier, so wie ich glaube, wieder ein Bild von Maria, die wie gesagt sehr verehrt wird, auch hier. Aber dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hier unten gibt es noch eine Höhle. Ich muss aufpassen, ich habe mir vorhin den Kopf gestoßen. Ich hoffe, das passiert mir diesmal nicht. Aber ich nehme euch trotzdem mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Dann gehen wir mal in diese Höhle rein. Dann zeige ich euch mal was, was überhaupt nicht zusammenpasst. Aber gut. Hier in dieser Höhle, in einem heiligen Ort. Mülltonne, Besen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, irgendwie eine Yogamatte. Ja, passt irgendwie auch nicht dazu. Naja, falls jemand erkältet ist, hat er dort auch Taschentücher. Hier sieht man wieder Bilder. Maria wahrscheinlich. Ist halt eine kleine Höhle. Und hier, wenn wir weitergehen, das ist so die... ja, der Hauptort dieser kleinen Höhle, eine kleine Kerze, beziehungsweise zwei. Und wieder ein Bild von Maria und mit einem, ja, schönen Blumenstrauß.
Ansonsten ja wieder Bilder, nichts weiter als eine leere Höhle, Kerzen und auch hier wieder ein paar Bilder. Sehen wir wieder die Sonnenscheibe, Handzeichen und so weiter. Das ist halt der griechische Stil, zypriotische Stil, um genau zu sein. Und hier ja, passt auch nicht dazu, irgendwie ja, um sauber zu machen. Und jetzt gehen wir mal wieder raus aus der Höhle. Und wie ich sehe, wartet da schon meine Frau, mich abzuholen. Das ist doch sehr nett. Im Sonnenschein. Sieht doch wunderbar aus. Ja, mit diesem Eindruck aus Zypern, beziehungsweise aus dieser Kirche von Hagia Thekla, verabschiede ich mich zunächst mit diesem kleinen Video. Klein, aber fein. Das ist so mein Eindruck. Viele Bilder, die ich so nicht biblisch teilen würde, aber trotzdem wünsche ich euch Gottes Segen nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer ihr uns hören könnt. Und bis zum nächsten Mal. Shalom.